So, Wir spielen gegen die Riven, die ihr vorhin uns zum Remaken gezwungen hatten, ne? Das ist sie doch bestimmt. Ich kann ihren Namen natürlich nicht lesen, aber... Ah, das sollte sie sein, auch wenn sie da 4 Boxen hat. Der Löwen natürlich traditionell sehr gut gegen Gangplank, einfach aufgrund ihres Knockback, ihres Shields gegen meine Qs. Aber ist fein. Können wir scalen, I think. Rifles kaufen oder Divine Sandra sogar dieses Game. Words mean nothing. Flesh carries weight. Wir haben den wilden Warwick. Diese Warwicks sind gerade wieder richtig im Kommen. Also die Jungle Warwicks sind echt strong. Dieser eine Warwick-Dude, der irgendwie, was geht der? Der geht Hydra, first item. Dann irgendwann später Shieldbow. Nee, Krakenslayer, sorry. Und der ist so stark. Auch Warwick Topland hat ja eine richtig hohe Winrate. Sollten wir heute Abend mal spielen bei der Flex-Crew. Hat Warwick einen Winterskin? Da hätte ich Bock drauf. So ein Weihnachtswolf. Eigentlich ist wahrscheinlich so ein Schneewolf. So ein Direwolf aus Game of Thrones. Ist euch mal aufgefallen, was crazy ist eigentlich so? Game of Thrones war früher überall. Jede Website hatte so Memes von Game of Thrones auf, keine Ahnung, Reddit, auf... Alles war Game of Thrones Lieder, bla bla bla. Und auch Merch war überall und ist einfach alles weg. Nichts davon gibt's mehr. Bin ich das vielleicht? Das ist ja Ignite. Ich muss ihre Q flashen, sonst bin ich tot. Wenn ich der Autodeck Ignite, bin ich einfach dead. My vengeance will be bloody. Ja, ihr dürft nicht vergessen, dass sie da Ignite hat, also... Muss ich so reagieren? Gameplay hat natürlich auch kein schlechtes Level 1, aber wow, nicht so gut wie Rivens mit der Art und Weise, wie schnell sie Conqueror stackt. Gerade wenn man geleasht hat. Das ist der Grund, warum es eigentlich ganz nice ist für Riven, weil sie einfach jede meiner Qs so blocken kann. Wäre natürlich auch super leicht gankable jetzt, wo wir kein Flash mehr haben, aber whatever, nieder die Spotlane. Ich denke, es ist eigentlich nicht wirklich worth Riven zu queuen, um ehrlich zu sein. Aber ja. Mein Champion ist immer darum aufgebaut, die Gegner zu queuen in Lane, also werden wir sie queuen. Und abschieben auch damagen wir ihr Schild ja auch, aber jetzt okay, wir lösen ein bisschen Grasp aus und so, ist schon in Ordnung. The gym, ne. Ja, hätten wir Futures Market, hätten wir jetzt unser Item in Base. Mit unserem Item habe ich natürlich Sheen. Oder mit den alten Cookies hätten wir es ebenfalls in Base. Aber so bleibe ich einfach kurz in Lane. Gut, wir können davon ausgehen, dass wir die Wave hart pushen haben. Genau meins. Ah. Einfach recallen sollen wahrscheinlich, Mann. Ach, fuck it. Ich hab keinen Bock jetzt hier zu sterben. Die Wave bounced. Gib mir einfach Schiene. Wir werden eh Level 6 wahrscheinlich an Riven, die All-In sterben. Wenn sie wieder Ignite hat und ich noch kein Flash. Death spit me out. Aber es ist schon nice, aufgrund dessen Futures Market zu spielen, ne? Einfach damit man halt das Gold kriegt, auf den ersten 3 oder 4 Waves direkt Sheen zu haben, ist halt schon sehr, sehr, sehr OP für den Cheater-Reset. Das mit First Strike durchaus angenehmer. Man kann es auch mit der Runenseite spielen, obviously, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Diese Art ist ja populärer geworden, seitdem Cookies halt schlecht sind. Weil sonst könnte man genau das gleiche machen mit Cookies und hat dann noch Mana bekommen. Und halt Cookies verkaufen können für 30 Gold. Aber die Cookies wurden ja schon mittlerweile vor vielen Patches genervt. Dann wurde der Futures Market Path quasi populärer. Ups, da ich zweite Baron nicht durchbekommen. Ja, ich könnte auf der Wave hier sogar gedived werden, aber sieht nach aus. Sieht fein aus. Wenn ihr das Barrel Bro einen späteren Reset. Fein für mich. Müssen wir mit dem Barrel Sheen procken, sonst kriegen wir den Minion nicht.
Keinerlei AD. Kann sich staten noch fürs nächste Barrel, okay. Wahrscheinlich wird es Wilkon TP'en. I made a big mistake. Mann, warum tue ich das denn? Sie hat doch offensichtlich Items. Sie stackt Conqueror instant. Ich stehe einfach nur da wie ein Idiot und sterbe. Ich kann niemals rechtzeitig wegrennen von der Riven. Jetzt viel zu viel Mobility. Fuck. Dann Grief. Sie hat sich selbst so gegrieft eigentlich mit der Wave. Dann grief ich mich mit der Wave. Ich hätte einfach die Pete Vantage haben können mit besserer Wave, besserem Gold. Wäre so bad für Riven. Deshalb habe ich mich einfach selbst gegrieft, aber ist okay, I think. Wenn sie jetzt nicht resetten kann, ist okay. Triple Kill. Warum habe ich Botlane geguckt? Was mache ich denn gerade, Mann? Ich hab diese Botlane geguckt und sie tötet mich währenddessen. Oh. Okay, es ist, ja. It's tragic. Gib mir Kai. Oh mein Gott, ey. Aber ja, ich bin zweimal gesurkelt worden. Ich sollte jetzt verlieren, obviously. Verdient. Lol. Er wurde gerade vom Ocean Back Proc gerettet. Lol, er hat es gut gespielt am Ende, aber er wurde vom Ocean Back Proc gerettet, als er den bekommen hat. Das ist ja so wild. Ja, ich bin komplett fucked, aber es ist obviously meine eigene Schuld. Ich meine, wer guckt Bot denn und stirbt währenddessen? Wer disrespected DP und lässt sich so töten wie so ein Idiot? Ah. Fucking boosted von mir. Crazy, dass der Gargas da von zwei Ocean Egg Procs gerettet wurde. So wild eigentlich. Ja, ich bin 100 zu 0 dive, wenn sie Ignite hat. Obviously. It's fucking doomed. Aber nicht, dass er die jetzt einfach umboxt. Boxt er die wirklich einfach um? Ja, so geil. Mein Level 6 Jungler gegen Level 7. Gegen Level 8 Topliner. Wer hat sie gesmited und auto-attacked? Die Minions schreibt einfach im XP, ich will resetten. Oh shit, Warwick. Naja, ist tot, oder? Riven kann ult im schlimmsten Fall. Das ist ein Bummer. Aber ist auch sehr greedy von ihm. Aber oh, whatever, es ändert mein Matchup nicht wirklich. Ich bin so oder so fucked. Aufgrund meines eigenen Versagens, dann nicht Warwicks Fehler, ist mein Fehler. Aber natürlich trotzdem bitter, dass ihr da dann einen Shutdown gibt und Rap Buff. Hätte nicht sein müssen. Aber natürlich sehr greedy. Ich meine, er hat sie legit getötet. Er muss ja wissen, dass sie aus Base kommt, nachdem er sie getötet hat.
Nicht gut, aber es ändert eigentlich nichts auf Top Lane. Also von daher ist es jetzt auch nicht schlimm. Honestly. Ich habe mich selbst in eine schlechte Lage gebracht. Das ist absolut nicht Warwicks Fehler. Können wir das Plating hier denyen? Perfekt. Oh nein, sie kommt nach vorne. Scheiße. Ah, vielleicht hat sie deswegen nicht gerecalled. Man sieht auf jeden Fall geholt wegen der Base nach dem Kill auf Warwick. Warwick hat mir schon einen Kill gegeben an Gold und dann mich dadurch, dass ich zwei Plates nehmen durfte, also. It's all good. Eigentlich sollte es recallen, aber ich weiß nicht, ob ich greeden darf. Ich glaube, ich sollte. Wenn ich sterbe, whatever. Ah, sie ist für Groundbreaker und für Boots resettet. Sie ist quite OP. Not bad, not bad. Nur wenn du gerade Crux, den nehme ich an. Nicht zu ändern. Sie hat die Hosen an hier oben. Also sie soll gleich 101 CS haben, wenn sie die nächste Wave Farm kommt. Ja, 101 CS über die Wand gedasht. Einziges Problem wäre, wenn Riven ihr Bot TP'd, wenn die einen Ward haben, in einem dieser beiden Büsche. Ich werde es auf jeden Fall nicht matchen, ich bin ein fucking Gangplank. Macht sie noch? Der hat noch Raptoren gefarmt. Und vielleicht nicht einfach früher, Mann. Wenn ich schon flashe, soll ich einfach sofort flashen. Ah, Mann, dass sie aber auch weiß, dass ich im Busch bin, I guess. Aber ja. Na gut, wenn ich schon flashe, soll ich einfach sofort flashen. Bad, erneut. Ach, alles, was ich gerade mache, ist bad. Komplett gecringed dieses Game, Mann. Holy fuck. Jawohl, der ist ja so wild, der Warwick. Ach Gott, ich werde dieses Game nichts gut machen. Ich bin mental blockt jetzt von mir selbst einfach. Den Rest des Games. Was ich machen können, ist kalt stacken, I guess. Holy fuck. Was Riven TP mit Lane? Warum macht sie es denn ohne Ult und ohne Ignite? Ich kann das echt gewinnen, ich bin auf Power Spike. Das wussten wir auch. Oh, das ist ja so egal. Der Solo-Kill hält mich im Game. Ha, nice. Aber kompletter Int von Riven. Ah, natürlich, absoluter Int. Wir brauchen keine Top-Line-Move, wir recallen. Wir respekten sie. Gibt eh kein First Turret mehr. Das Wort hat schon gefallen. I mean, das war gut von mir, aber das war eigentlich nur schlecht von ihr. Ich habe einfach nur gewusst, dass ich stärker bin, basically. Das war alles, was ich gemacht habe. War das so wichtig, dass ich im Game bleiben darf. Aber irgendwie verstehe ich auch Rivens Play. Weil es ist so eine typische Situation von, sie macht halt einfach irgendwas. Weil sie halt weiß, dass das Game ziemlich fucked ist, wenn sie nicht einfach noch härter Top Lane gewinnt. Weil ihr Team halt relativ hart verliert. Sie versucht sie mich dann nochmal zu töten für komplettes Kingdom. Aber damit erwirkt sie komplette Gegenteil natürlich. Jetzt ist sie nicht mehr so weit vorne wie zuvor. Im Gegenteil, wenn sie eigentlich ganz fein jetzt sogar wahrscheinlich. Wenn ich Heal Reduction habe. Ah, ich will nicht Top-Tom abgeben, der ist ein Shutdown actually, holy fuck. Oh,
pom, pom. Was ist nicht, Mann? Leute, war auf in Ignite Disrespect. Ich muss wenigstens vor meinem Barrel treffen. Nach fuck me dead. Ich spiele nur scheiße dieses Game. Kann nicht mental recovern. Ich bin zu boosted diese Runde. Ja, ich kann so spielen, aber nur mit Heal Reduction, of course. Das habe ich doch davor legit gesagt, aber ja. Ich griefe einfach nur diese Runde. Das ist mein Fehler. Wer ist denn sonst? Er ist zwei Level behind, aber sie hat kein Ignite, kein Load und er hat zwei Items, also er sollte das schon gewinnen. Oh, das war auch bitter. Er ist zum Beispiel erst Crying Slayer und dann geht er jetzt Satanic Hydra. Andersrum, den anderen Warwick habe ich es andersrum machen sehen. Der war damit komplett OP. Und wir sind schon später sehr tanky. Wir haben so viele Heilungen in diesem Team hier. Und davor hat sie das Barrier gehittet, das ist nicht. Interesting. Wir brauchen alle 7 Minions hier, aber kriegen wir auch. Wir haben die ganzen Karma-Heilungen, wir haben Moonstone Seraphine, Warwick, Gragas. Wird echt wild später. Insane. Insane, der Double Kill da oben, das ist so gut. So wichtig. Ja, ganz gut gerade die Wave mit einfach halten. Genug Wave Clear. Ellie kann ich wirklich irgendwas erzwingen. Aber meine Seraphine wird jetzt mitgehen. Ich habe mein Item in Base, also werde ich resetten. Fuck Drake, ich bin eh nicht gut bei dem Drake Fight vor Level 14. 13. Ist das aller Damage? Nur Physical Damage. Bummer. Das ist ein Ult, Proc Mouth Reminder nicht. Proc mal die Kälte Ult für sie. Weil wenn ich die Leute ablenke und die so halb auf mich gehen, halb auf mein Team, ich bin happy. Das war nice. Man, er kriegt sie irgendwann, oder? Ja, sie hat Goldwinker wieder ab. Ist sie wirklich oben rum? Ja. Nein, er kann sie ja riechen, deswegen kann er sie schon einholen. Okay, jetzt Heal Reduction drauf, jetzt kriegt sie nichts mehr durch hier. Oh, gut, dass es ein Crit war, sonst wäre sie nicht tot. 20%, wir haben gekrittet, nice. Weil ich meine, ich habe sie da vorher auch gebarrelhittet und so. Das war der vierte Hit oder sowas. Nicht ganz ein Fünfte wie 20%. Aber trotzdem nice. Trotzdem okay, dass wir kritten. Keep a weather eye out. The sea has no memory, but I do. Ich glaube nicht, dass wir Nilly töten können. Die hat Banshees well up und Crowns, das sie hat mehrere Defensive Tools. Ist dieser Song nicht keiner racist? What the fuck? Anyway, statt auf Lux zu achten, sollten wir League of Legends spielen. Was ist denn jetzt ein gutes Crit-Item hier, Lord Dominix? Ich brauche mir nicht unbedingt viel mehr Armor-Pen. Ich habe schon so viel Leben.
have salt in brine. Barrel Q, also Alt Attack Barrel mit Q und dann. Aber wie gewinnt sie das immer noch? Die Kombo war so gut. What? Wow. Aber ich will, dass sie das trotzdem gewonnen hat. Vielleicht, wenn ich sofort geholt hätte, hätte ich vielleicht gewonnen. Aber das war wild. Also selbst durch Heal-Reduction hindurch. Also Heal-Reduction hindurch. Aber holy moly, der Warwick ist einfach über die ganze Map geflogen gerade. Er will kämpfen. Oh yeah, ich habe 5 Sekunden TP zu diesem Minion. Oh, in 2 Sekunden. Ich komme. Coming in so fucking hot. Dann hat keiner realisiert. Dann hat sie Flash. Ah, ich kann nicht alleine darauf laufen. Das Einzige, wie ich alleine darauf laufen kann, ist, wenn die kein Vision Ward im Busch haben, ne? Wenn mit meinem Pink sie keine Vision im Busch mehr haben, kann ich da easy nach vorne rennen, aber. Wenn sie Info auf mich haben, genau wo ich stehe, ist viel zu kacke. Nidalee und Dingens komme ich mal hinten. Für Blanc und Nidalee. Schau mal, völlig permanent gegen Riven. Ah, ich spiele einfach nicht gut dieses Game. Halbwegs besser gespielt hätte, dann hätte ich jetzt schon all diese Fights gewonnen. Wenn ich so weit behind wäre. In der Fight hat ihm eigentlich gut gespielt, aber es war nicht gut genug. Ey, ich fass es nicht, ich bin so tiltet. Oh, diese Riven ist so gut. Das ist Riven, die rüberjumpt. Ah, oh, die fuck. Irgendwie fühlt sich an, so Mortal Reminder hier irgendwas macht. Wie fühlt die trotzdem so viel? Mit Gold und Gaprock. Hey, ich kriege echt häufig auf 20%, also ich kann mich nicht beschweren bei Fortuna. Aber ich brauche Victoria. Den Sieg hier zu kriegen wäre echt nice. Aber das Glück ist schon auf unserer Seite. Das ist auf jeden Fall korrekt. Echt viele Crits. Oh, 100 Gold. Habe ich sofort seinen Knock-Up einfach geweht, damit ich ulten kann. Ich kann zwar nicht laufen, aber es ist wie mit Flash. Man kann ja Knockups quasi cleansen und dann flashen. Man kann natürlich auch mit W cleansen und dann Q'n als Gangplank. Das muss ich bloß nicht bewegen. Ich habe Angst vor Riven, bevor ich da Botlane gehe. Recon für eine Pickaxe auch nicht juicy. Only once I... Aber, I mean, ja. Nein, er ist der dritte Q-Up. Ich würde da gar nichts mehr machen, aber ich hätte davor so viel mehr machen können. Ganze Game über. Und dann, jetzt werde ich einfach für meine Fehler von zuvor bestraft. And that's fine. So sollte das Spiel funktionieren. Aber krass, dass mich da die Q getroffen hat, dass ich mich so weit all-in konnte, das ist schon wild. Naja. Aber es ist einfach Konsequenz meiner Fehler von zuvor, wie gesagt. Und Ping! Wow, clean. Nein, ich spiele gut, ich spiele echt scheiße. Kann man nicht lügen. Ich habe gerade das zweite Game in Folge gecarried. Bei Blättern Riven, die spielt's gut. Ich spiele schlecht. Anyway, wir können trotzdem wahrscheinlich einen Nash kriegen. Die Frage ist bloß, ob wir Nidalee zonen müssen. Ah, jetzt ist Nash nicht mehr so gut. Seraphine hielt ja auch nicht. Und wie gesagt, Riven ist schon nicht schwach. Wollen wir gleich wieder Ult? Wollen wir?
Schöner 800er Crit. Und noch ein... Nice, Mann. Das war nice. Waren auch wieder zwei Crits, ne? Habt ihr gesehen? Beide Bells waren Crits. Ich hab 20%, by the way. Was ist hier los? Wirklich von Fortuna geküsst. Also halt wirklich Glück. Was hat mich jetzt gecancelt? Hey, thank you. Trail stings like salt on a wound. More powder. Another. Mehr Krone bekommen und den Trade gewonnen. Noch weit mehr Sustain als sie. Jetzt schon kein Corrupting Pot mehr. Ich habe noch einen Ticking. Und meine Ws. Und noch einen weiteren Inventar, der noch nicht tickt. Oh, fast Level 16. Also ich bin echt nicht mehr schwach. Ich spiele bloß einfach nicht gut. Aber ich habe gute Items. Ich bin auf 3 Items und kurz vor Infinity Edge, kurz vor Seele. Level 16 ist ja wichtig. Wir haben genau Ult wieder ab. Hoffentlich überlebt Gragas das. Wenn nicht, sollte er schnell sterben. Wenn die jetzt Nash machen, ist sehr bad für uns. Und seht, es spawnt. Gragas ist relativ flott gestorben. Das heißt, er wird fast ab sein dafür. Ja, fuck, Top Wave Actually hat recht. Wenn ich da bin, ist besser. Gerade wenn Gragas dead ist. Ich bin schon nicht schwach. Ich habe 300 Items, also. Absolut nicht bad. Man läuft doch immer nur rein. Schade. Nieder Messerfell. Kann ich okay, sagen wir trotzdem Drake kriegen. Wenn Riven TP hat, könnte es sehr scheiße werden. Ja, ich sollte die Dinge suchen natürlich. LeBlanc. Nice. Ich gewinne niemals 1v1 gegen mich. Gerade jetzt mit Mountain Shield. Sehr guter Fight für uns im Endeffekt. Haben ihn zwar nicht wirklich gut gespielt, was Kills angeht, aber wir kriegen die Seele. Natürlich das, was das Ziel von beiden Teams war. Einerseits zu bekommen und andererseits zu vereiteln. Also gut für uns. By far. Der einfach immer noch so One-Shot bin. Das war der Warwick, ne? Er hat sein E auch schon gemisst. Ah.
Aber hat er auch komplett gegrieft, aber. Also ich würfe das ganze Game so one-hitted, holy fuck. Aber es ist trotzdem alles mein Fehler, I mean. Wir gehen ja in keine Win-Condition, wenn ich ihn wie ein Mensch spielen würde. Dann wäre Riven hier einfach wahrscheinlich so 5-5 oder so, I don't know. Aber ja, sie ist halt stark, weil ich gegrieft habe, also alles immer noch mein Fehler. Ja, kann ich irgendein Item kaufen, damit ich langfristig sie gegen sie gewinne? Ich meine, eigentlich Level 18 AI oder so, I don't know. Sie lifet ja trotzdem so viel entgegen, Mann, das ist crazy. Willst du sie wirklich da fighten? Wir können schon gewinnen. Aber es ist einfach nicht worth. Zu versuchen. Ich hab gleich AI fertig. Der Mountain Soul. Game soll, wenn ich verliere, nur weil ich schlecht Spiele gespielt habe. Jetzt spielen wir ja super. No more mistakes. Schön, ja, mein Team kann da Ruhe rollen in Teamfights. Sie haben so viele Heilungen, so viele Schilde. Mein Ult ist super gut und ich kann Riven auf jeden Fall halten, gerade mit Stopwatch. Riven muss Teamfighten. Das kann hart für sie sein zu Teamfighten, gerade gegen Gragas. Er ist nur Level 15, der Gragas, aber sein E ist halt super gut gegen Riven. Hat sofort ein Playable für Kate in den Teamfight, sobald Null dafür drauf ist. Kann ich einfach nashen? Pass auf Inhibitory, bitte das nashen. Nidalee ist tot. Easy Nash. Solange wir irgendeinen Spell haben, um Riven zu boxen. Gragas E ist der wichtigste. Tründer mehr holt. Warwick holt es nicht ab. Durch diese weiße Zahl an der True Damage von meiner Passive. Das ist so nice auf Nash. Wir werden permanent proppen mit diesem Bild. Wichtiges Barrel of Riven, auch wenn es leider nicht gekrittet hat. Was mache ich hier? Ich bin so ein Griefer. Like, what am I doing? Ich einfach rauslaufen. Ich laufe auf sie rauf wie so ein Idiot. Ich ente dieses Game so hart, Mann. I'm running it all game. Ach, ich bin so scheiße. My bad. Und jetzt habe ich vielleicht unseren gesamten Nash gegrieft. Wir hätten einfach alle rauslaufen können. Hoffentlich kann mein Team noch rauslaufen und wird nicht wieder von meinem Fehler bestraft. Ey, ich spiele echt wie scheiße dieses Game. Running it down. Holy fuck. That is not good. Das ist ein gutes letztes Item. Wahrscheinlich wirklich Lord Dominix mittlerweile, oder? Riven ist echt tanky. Aber erstmal das Stopwatch, so viel ist klar. Und er ultet hier? Und Gragas ist jetzt, ja, die ist tot. Sehr schön. Auch Grief von ihr, aber sehr schön. Wer ist mit Bloodthirster? Na, das ist nicht gut, weil, ist ja kein Omnivamp, weißt du? Ist ja nur Lifesteal. Also es prockt nicht auf meine Barrels, es prockt nicht auf meine Ults, es prockt nur auf normale Qs und Auto-Attacks. Und eher schlecht. Weiß ich nicht komplett bad, aber ich glaube, ich würde lieber Death's Dance dann gehen. Auch wenn es keinen Crit gibt. Als Bloodthirster. Kritest ja meistens auch deine Barrels, ne? Elder in 20. Da sollten wir auch alle hinlaufen, ne?
Und das Barrel. Immer einen guten Play gemacht gerade. Die Ult war gut. Aber natürlich simpel. Oh, fuck yeah. Gut von Gragas. Meine liebe Götter. Ein End. Das End. Schlechtes Game von mir. Keine Frage, ein schlechtes Game von mir war. Ein schlechtes Game von mir. Aber ja, wir haben nicht, ich habe nicht wirklich meinen Job gemacht. Ich habe einfach schlecht gespielt dieses Game. GG, bei Platter mein Team. Haben mich gut gecarried. Ich habe es oft genug gesagt. Jetzt reicht, reicht. Wir haben es alle gehört. GG's, bei Platter mein Team. Bei Platter auch an Riven. Schade, dass ich nicht carryen konnte. Aber ja, bei Platter sieht dennoch